Hey, ich habe hier für 2 Wochen den BMW i3 ausleihen dürfen. Die 2 Wochen sind bald rum und ich habe so gut wie jeden Tag neue Features kennengelernt. Das Auto hat auch wirklich viele extra spendiert bekommen. Man ist ja als Fahrer mit dem Auto verbunden, aber auch mit der Umgebung und man hat auch seine digitalen Dienste zur Verfügung. Ich suche uns einen stillen Parkplatz und dann zeige ich euch die Features, die ich kennengelernt habe. So, da sind wir also. Was man wissen muss, ist, das Auto hat eine Internetverbindung und dadurch ergeben sich einige Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man mit der Connected-App auf das Auto aus der Ferne zugreifen und dann kann man so Sachen machen wie zum Beispiel das Licht anmachen oder die Tür aufmachen. Oder was ich gerne mache, ist das Auto vorklimatisieren, dass wenn ich mich reinsetze, es eine angenehme Temperatur hat. Auch kann man in der App sein Fahrziel eintragen und das dann ans Auto übermitteln. Also wenn ich dann ins Auto steige, dann kann ich eben schnell losfahren und das Auto lotst mich ans richtige Ziel. Und in der App kann man zum Beispiel auch Ladestationen oder Tankstellen in der Umgebung suchen. Aber mein Lieblingsfeature ist, dass ich sagen kann, wann ich ankommen will. Also ich könnte jetzt einstellen, hey, ich will morgen um 17.45 Uhr an meinem Ziel ankommen. Und dann ist das Handy so klug, dass es mir eine Push-Notification schickt, wenn es Zeit ist, loszufahren. Und dabei betrachtet es auch die aktuelle Verkehrslage. Und so kommt man eben pünktlich. Ohne selber dran denken zu müssen. Wenn man dann im Auto ist, kann man sein Handy per USB verbinden. Dabei wird es auch aufgeladen und Bluetooth gibt es ja auch. Vorgestern war ich mit dem Auto in der Stadt unterwegs, ohne das Navi zu verwenden, weil ich eben den Weg kannte. Aber dann kam plötzlich trotzdem eine Warnmeldung auf dem Display, die mir gesagt hat, Achtung, in ein paar hundert Metern ist ein schwerer Unfall passiert. Und dann wurde mir auch eine Alternativroute rausgesucht, die eben schneller geht. Das Auto hängt immer mit und sucht die schnellstmögliche Route. Und das Navi kann ihm auch Sachen anzeigen, wie zum Beispiel das Wetter gerade ist, oder man kann Sonderziele suchen, wie zum Beispiel Apotheken. Wenn man regelmäßig dieselben Strecken fährt, dann lernt das Auto das und falls irgendwas auf dieser Route ist, wie vielleicht ein Unfall und deswegen Stau, dann meldet einem das Auto und sagt einem eben auch noch, dass man vielleicht früher losfahren muss und eben was die Alternativroute wäre. Man kann auch Apps im Auto nutzen. Die Liste der unterstützten Apps findet man in der Connected App. Meine Lieblings-Apps darunter wären Audible und Spotify. Eine der wichtigsten Informationen für einen Elektroautofahrer ist ja, wie weit komme ich noch mit meinem Akku. Das sieht man natürlich als Kilometerzahl hier im Display angezeigt, aber es gibt auch eine grafische Ansicht und in der wird praktisch um einen herum eine Art Reichweitenkreis, einen Reichweitenradius rumgezogen, der eben zeigt, genauso weit kommst du noch mit der jetzigen Reichweite. Und auch noch ganz spannend, man kann es auch mit anderen Akkuständen simulieren, um eben zu sehen, so weit würde ich mit dem Akkustand kommen. Das hilft eben, um seine Reise zu planen. Ein richtig cooles Feature habe ich gestern Nacht entdeckt. Man bekommt viele Statistiken zu seinem Fahrverhalten, also zum Beispiel wie viel Energie verbrauche ich und wie weit bin ich schon gefahren. Aber was ich eben gestern Nacht gesehen habe, ist, man kann auch den Durchschnitt der ganzen BMW i3 Community sehen. Und dann sieht man eben, wie schneidet man selber im Vergleich zu denen ab. Also ich sehe zum Beispiel, ist mein Fahrstil ein bisschen energiesparender oder ein bisschen energieaufwendiger im Vergleich zur Community. Ganz interessant. Okay, dann lass uns mal ein paar Sachen hier entdecken. Ich gehe mal in Connected Drive rein und dann auf BMW Online. Und hier kann man Sachen machen wie sich News durchlesen oder das Wetter abchecken und man könnte auch in Google Sachen suchen. Während der Fahrt ist es natürlich schwer selber zu lesen, deswegen kann man sich hier einfach vorlesen lassen. DFB-Chef Grindel sieht keine Grundlage für Zahlungen an Platini. DFB-Präsident Reinhard Grindel, 55. In der Navigation habe ich einen sehr nützlichen Punkt für Auslandsfahrten gefunden. Ich gehe jetzt mal auf Optionen und dann auf Landesinfo und hier sehe ich dann für alle möglichen Länder in Europa die geltenden Verkehrsregeln und noch einiges mehr. Also in Deutschland wären das 50 km/h in der Ortschaft, 100 außerhalb und 130 Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn. Okay, wissen wir wahrscheinlich alle, Pflichten, Tagfahrlicht nein, Warnweste ja, Maut nein, Winterreifen aber schon. Okay, jetzt wollen wir mal was dazulernen. Wir nehmen mal irgendein Land in Europa, in dem die allerwenigsten von uns jemals waren. Zum Beispiel, nee, Norwegen waren wahrscheinlich einige von euch, ich noch nicht. Rumänien, na, waren vielleicht auch schon welche. Russland ist hier sogar drin. Russland interessiert mich. So, mal sehen, was in Russland so los ist. Okay, man darf in Russland nur 110 km/h auf der Autobahn fahren. Das ist langsam. Das sind die wichtigen Telefonnummern in Russland, alles klar. Was haben die für Pflichten? Tagfahrlicht, ja. Keine Warnweste, alles klar. Keine Maut, immerhin. Winterreifen auch nicht in Russland, alles klar. Ich habe es gelernt. Man kann sich ein Fahrerprofil anlegen und wenn man dann in einen neuen BMW steigt und dort eben sein Profil aufruft, dann weiß das Auto dann zum Beispiel schon, was für Radiosender man gerne hört oder was für Fahrassistenzsysteme man benutzt, um wieder Sitz einzustellen ist. Das Navigationssystem errechnet ja während der Fahrt kontinuierlich die wahrscheinliche Ankunftszeit und die kann man dann mit ein paar Klicks an seine Freunde senden, damit die eben immer wissen, wann man so wahrscheinlich grob ankommt.
Wenn man während der Fahrt Nachrichten reinbekommt und produktiv sein will oder muss, dann kann man sich die hier vorlesen lassen. Aber mein Lieblingsproduktivitätsfeature sind die Notizen. Denn man kann sich hier einfach eine Sprachnotiz aufnehmen. Und ich weiß nicht, beim Autofahren komme ich immer so ins Denken und ins Grübeln, habe ein paar Ideen und so kann man die eben ganz leicht festhalten. Ich habe euch am Anfang gesagt, das Auto hat alle möglichen Extras drin und unter Connected Drive finden wir auch einen Concierge-Service. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich noch nie wirklich so einen Grund dafür gesehen habe, aber komm, wir machen jetzt einfach mal. So, da wird jetzt wahrscheinlich irgendjemand angerufen und wir können dieser Person irgendwelche Fragen stellen. Okay, mal schauen. Willkommen bei BMW Connected Drive. Sie sprechen mit Max Mehrrichter. Guten Tag, wie darf ich Ihnen helfen? Ja, hallo Herr Richter, Alexander Bangula mein Name. Ich bin gerade in München unterwegs und ich würde heute Abend gerne Pizza essen gehen. Können Sie mir das beste Pizza-Restaurant der Stadt sagen? Okay, einen Moment. Da Pizza Orange Octopus, das scheint erstmal von denen ad hoc das Beste zu sein. Was ist da die Adresse? Habe ich Ihnen schon navigiert. Spitze. Ich navigiere Ihnen das und wenn Sie wünschen, navigiere ich Ihnen noch ein paar Vorschläge, damit Sie, falls alle Stricke reißen, flexibel reagieren können. Ja? Oh, herrlich. Super. Super nett. Danke Ihnen. Sehr gerne. Das ist ja mega cool. Also, die helfen einem sofort und wenn man eben irgendwo hinfahren muss, dann schicken sie einem die Adresse direkt aufs Navi und man kann direkt dorthin fahren. Das hätte ich auch selber mit Google irgendwie rausfinden können, aber angenommen, man ist gerade irgendwie im Stress, man fährt irgendwo hin und dann muss man schnell ein Flugticket buchen und man muss erst recherchieren, dann ist es vielleicht eine sinnvolle Möglichkeit. Und hier sind eben schon die Pizza-Tipps. Dankeschön. Gehe ich heute Abend mal hin. Geil. Wenn man sich den Snap-In-Adapter holt, dann kann man hier auf dem Display Videos schauen. Also wird dann so funktionieren, dass man eben über das Handy zum Beispiel ein Video streamt, aber dann eben über den Adapter auf dem größeren Display anschauen kann. Auch könnte man über den Snap-In-Adapter einen Hotspot hier im Auto erstellen, damit eben die Mitfahrer während der Fahrt im Internet surfen können, mit dem Auto-Internet eben. Sicherheit ist ein Riesenthema beim Autofahren und wir haben hier eine Reihe an Fahrassistenzsystemen. Letzte Woche bin ich von München nach Heidelberg gefahren und habe da auf der Autobahn eigentlich nur den adaptiven Tempomat benutzt. Und da stellt man hier einfach eine Geschwindigkeit ein und dann hält das Auto die Geschwindigkeit. Und falls eben vor einem langsamer Verkehr ist, dann bremst es natürlich runter. Aber man muss mit dem Fuß eigentlich nichts mehr machen, außer vielleicht natürlich aufmerksam sein, falls man doch mal einschreiten müsste. Und im Stau, ich hatte leider auch viel Stau auf der Fahrt, übernimmt das Auto eigentlich komplett. Also man muss noch die Hände am Lenkrad lassen, aber es lenkt dann auch selbst. Falls euch dieser Roadtrip interessiert, habe ich ein Video dazu gemacht, wo ich auch die Sachen eben ausprobiert habe. Verlinke ich euch gerne in der Beschreibungsbox. Außen hat das Auto Sensoren und dadurch kann man eine Auffahrwarnung bekommen. Also wenn man schnell auf ein langsamer fahrendes Auto zufährt oder vielleicht sogar auf eine Wand zufährt und man das nicht merkt und dem Objekt eben nahe kommt, dann fängt das Auto an zu piepen. Man kann im Menü auch noch einstellen, ab wann es eben anfangen soll zu piepen, recht spät erst oder recht früh. Beim Einparken unterstützt einen das Auto auch. Man hat fürs Rückwärtsfahren eine Kamera und vorne Sensoren, die eben den Abstand zum Vorderauto anzeigen. Oder man lässt einfach das Auto direkt selber einparken, macht dann eigentlich gar nichts mehr, außer eben schauen, dass nichts schief geht. Mit einem Elektroauto ist man ja naturgemäß recht leise unterwegs und hier gibt es eine Option, die man anschalten kann, wenn man möchte und das ist der akustische Fußgängerschutz. Also das heißt, das Auto macht einfach so ein paar Geräusche, damit Passanten leicht aufs Auto aufmerksam werden. Ist nicht super laut, im Auto merkt man es nicht wirklich, außerhalb vom Auto ist es auch nicht super auffällig. Ist so eine Glaubensfrage, muss man sowas haben? Mittlerweile gibt es auch viele Verbrenner, die recht leise unterwegs sind. Fahrradfahrer sind auch leise unterwegs. Also man muss sowieso aufmerksam sein. Und ein Elektroauto macht auch ein bisschen Rollgeräusche. Also so ein bisschen, ja, kann man drüber streiten. Deswegen, wenn man will, macht man es an. Wenn man nicht, macht man es aus. Man kann im Auto nachschauen, wie es dem Auto gerade so geht. Und zwar unter Fahrzeugstatus. Und hier sieht man dann, dass alles okay ist. Bremsflüssigkeit, Fahrzeugcheck, Motoröl und die Fahrzeuguntersuchung. Alles erledigt, alles im grünen Bereich. Falls man mal eine Pannensituation hat, kann man die Pannenhilfe nutzen. Und wenn ich jetzt hier auf Dienst starten drücken würde, dann würden alle möglichen Daten übermittelt werden, damit die eben wissen, wo es gerade bei dem Auto zwickt und eben gezielt helfen können. Eine Funktion, die ich wirklich sehr smart finde, ist der intelligente Notrufassistent. Und der ist dafür da, dass wenn man mal einen schweren Unfall hat, schnell Hilfe bekommt. Also wenn man zum Beispiel einen Unfall hat, in dem der Airbag ausgelöst wird, dann wird sofort eine Sprachverbindung zum Callcenter aufgebaut, damit man eben schnell um Hilfe rufen kann.
Das war einiges. Ich bin wie immer gespannt auf eure Kommentare. Was war denn vielleicht euer Lieblingsfeature? Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mal wieder ein neues Auto und seine Funktionen kennenzulernen. Und ich werde auch definitiv einen dieser Pizza-Tipps ausprobieren. Mal sehen, ob der Laden was kann. Okay, dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.